Jo, liebe Leute, bis zum 27.10., wenn Mario Odyssey endlich rauskommt, sind es nicht mehr so viele Tage. Deswegen versuche ich mit Mario Toplisten und Mario Videos euch die Zeit zu versüßen. Und zwar heute habe ich die 5 unnötigsten Mario Kart Items mitgebracht. Die Items, die wirklich da sind, die vielleicht auch einen kleinen Nutzen haben und auch in manchen Situationen vielleicht dennoch irgendwie nützlich sind, aber im Großen und Ganzen einfach die unnötigeren sind. Und ich habe wirklich viel Mario Kart gespielt, auch gerade das neue Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch. Und ich denke, ich kann das ganz gut beurteilen. Und das Gewinnspiel mit dem Nintendo 2DS im Bundle mit New Super Mario Bros. 2 läuft noch bis zum 10.10., also langsam geht's in die heiße Phase, aber ich denke, dass ich die Tage noch ein weiteres, dickes, krasses, neues Gewinnspiel raushaue. Deswegen, dafür müsst ihr nur Abonnent sein und halt irgendwo einen Kommentar hinterlassen, damit ich euch auch richtig sehe. So, ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit dem Video. Ich habe heute den Ted Dash dabei. Guckt erst den Link in der Videobeschreibung, dort haben wir noch die 5 besten Mario Kart Items aufgenommen. Lohnt sich auf jeden Fall, abonniert den guten Jungen, der hat sich's verdient. Ansonsten würde ich jetzt sagen, wir legen los, viel Spaß! Auf Platz 5 haben wir ein legendäres Item, was wirklich jeder kennt und jeder assoziiert es direkt mit Mario Kart, und das ist einfach die Bananenschale. Meiner Meinung nach ist es zwar nicht ganz unnützlich, deswegen auch nur auf Platz 5, aber es ist wirklich eines der schlechteren Items. Man legt es einfach nur auf die Strecke. Man kann sie schnell sehen, theoretisch, aber man kann sie theoretisch klug auch platzieren auf Boost-Pads. Dann sind sie wiederum gar nicht so unnötig. Aber wenn man ganz vorne ist, beziehungsweise erster, zweiter Platz ist, dann kommt das Item dennoch oft häufig vor und es bringt halt nicht mehr so viel. Man kann halt irgendwo die Nummer hinlegen und nach vorne werfen. Also wenn man da jemanden trifft mit nach vorne werfen, eine Bananenschale, dann muss man schon wirklich extrem Glück und auch Skill haben. Und das ist wirklich weniger der Fall. Ansonsten die Bananenschale in Mario Kart Double Dash gab es halt noch die riesige Bananenschale von Donkey Kong und Diddy Kong. Die war schon um einiges besser, weil sie halt extrem groß war und da ist auf jeden Fall irgendwann jemand reingefahren. Aber die kleinen kann man schon manchmal verfehlen und dann ist das einfach ein unnötiges Item letztendlich. Auf den 4. Platz hätten wir die Boomerang-Blume, die wir ja schon aus Super Mario 3D Land kennen und dann auch in Mario Kart eingeführt wurde. Die Fähigkeit, die uns diese Blume verleiht, ist offensichtlicherweise, dir einen Boomerang zu schenken, den man dann auch bis zu 3-mal auf die Spieler werfen kann, die vor einem fahren. Zuerst hört sich dieses Item nicht allzu schlecht an, da der Boomerang ja auch auf dem Weg zu dir zurück noch einmal die Möglichkeit hat, seinen Gegner zu treffen. Doch falls man es nicht schaffen sollte, einen anderen Spieler zu treffen, fliegt der Boomerang wieder zu dir zurück und trifft dich stattdessen, und es ist wirklich nicht selbstverständlich, mit diesem Item seinen Gegner zu treffen, weshalb dies nicht nur einmal passieren kann. Wenn man diesen wenigstens ausweichen könnte, wäre es ja nicht allzu schlimm, aber dies funktioniert nun mal nicht, weshalb er dich immer und immer und immer wieder trifft. Auf dem nächsten Platz haben wir die Fake-Item-Box. Jeder kennt sie und jeder hasst sie eigentlich. Sie ist wirklich so offensichtlich, diese Fake-Item-Boxen, wo man denken soll als Spieler, okay, eine Item-Box und die sammle ich ein und kriegt ein Item. Aber letztendlich ist es eine kleine Falle, die einen paralysiert kurz. Meiner Meinung nach ist es zu offensichtlich. Die sind wirklich so rot und leuchten und man kann es eigentlich direkt sehen. Und die bewegen sich auch nicht und sind meistens auch nicht in den Anordnungen von den anderen. Deswegen, Spieler, versucht man die dann immer zwischen den Originalen irgendwo reinzudrücken. Also so mache ich das zumindest. Das erste Mal ist sie aufgetreten in Mario Kart 64 1996, also auch schon ein Urgestein der Mario Kart-Serie. Aber wirklich eines der Items, die einen nicht viel bringen, weil man kann sie auch hinten am Arsch sich kleben, beziehungsweise man kann davon nichts abblocken. Also man kann nicht mal damit was abblocken, wie zum Beispiel mit einem Panzer. Deswegen würde ich schon sagen, das ist einfach noch eine Nummer schlechter als eine Bananenschale. Als vorletztes hätten wir für euch diesen Tintenfisch. Ganz genau, die Blooper, die wohl jeder, der jemals Mario Kart gespielt haben sollte, in Erinnerung behalten hat. Denn wie diese aus dem Nichts auftauchen und dir einfach eine riesige Ladung ihrer schwarzen Tinte ins Gesicht spritzen und dir somit die ganze Sicht vermiesen, vergisst man eben nicht so leicht. Der Blooper dient einfach dazu, die Sicht der Spieler zu versperren, was anfangs vielleicht gut klingen mag für denjenigen, der das Item eingesetzt hat, aber nicht wirklich etwas nützt. Die Ladung, die auf den Bildschirm gespritzt wird, ist nicht allzu groß, dass man nichts mehr sehen kann. Im Gegenteil, man kann meist die Strecke noch so gut erkennen, wodurch man weiß, in welche Richtung man fahren muss. Und wenn man die Strecken schon öfters gefahren ist, ist dieses Item sowieso nur noch nutzlos. Klar könnte man etwas dazu sagen, dass die Tinte den Fahrstil verändert, aber an diesen gewöhnt man sich auch. Weshalb man den Blooper wirklich als einer der schlechtesten Items in Mario Kart betiteln kann. So, und jetzt kommen wir zu dem Item, was meiner Meinung nach wirklich das schlechteste Item ist. Also das Item, was einem am wenigsten Nutzen gibt, was am unnötigsten eigentlich ist, und das ist einfach noch vor dem Tintenfisch, ist das der Coin. Ja, Leute, der Coin, den man einsammelt, beziehungsweise nicht der Coin selber, sondern das Item, was du kriegst, was der Coin ist, beziehungsweise ist immer ein Doppelcoin, du kriegst 2 Münzen. Natürlich, die Coin-Anzeige ist relevant, um letztendlich gute Zeiten zu machen. Diese 10 Coins sollte man schon voll haben, aber die sammelt man auf den Strecken sowieso so schnell, und wenn man vorne ist, und kriegt man sowieso nur noch Coins und Bananen und Green Shells, also man kriegt wirklich nur diese paar 3 Items und manchmal noch diese komische Sirene, aber der Coin ist wirklich meiner Meinung nach das unnötigste Item. Man hat eigentlich keine
keinen Nutzen. Man sammelt es ein, man setzt den Coin an und denkt einfach nur, oh Gott, ich habe eh schon 10 Coins oder es sind eh so viele Coins auf der Strecke, deswegen macht das Ganze einfach hinfällig, meiner Meinung nach. Er ist halt da, man kriegt ihn ab und zu und wirklich, Leute, ich habe das Gefühl, ich krieg den Coin so oft und es ist einfach für mich schon nervig. Gerade wenn man ein bisschen besserer Spieler ist und man weiter vorne immer ist, natürlich vor den NPCs sollte man immer an erster Stelle sein, dann kriegt man den Coin so oft, dass es schon fast nervt. Ja, Leute, das waren die 5 unnötigsten Mario Kart Items, wo man sich denkt, warum sind die hier? Die sind echt fucking schwach. Ich würde mich natürlich über ein Abo freuen, dann seid ihr auch im Gewinnspiel top, wenn ihr noch einen Kommentar lasst, dann sehe ich euch, Leute. Ich weiß, es sind viele. Es kann halt nur einen Gewinner geben, aber ich will halt noch ein zweites Gewinnspiel machen, wo man noch vielleicht 1, 2, 3 mehrere auserkoren kann. Auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung abchecken. Dort gibt es die 5 besten, stärksten, krassesten Items in Mario Kart auf dem Kanal von Tedash. Da bin ich auch dabei. Vorbeischauen lohnt sich. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theodore.